Ich bin gleich tot, ich habe 1,5 Herzen. Leute, tut mir leid, meine Challenge, die ist schon direkt am Laufen. Ich hatte gerade einen Aufnahmefehler, hab's gerade rechtzeitig nochmal gemerkt. Ich bin hier mit dem Kroko. Hi Kroko. Ich habe die Challenge eine Nacht ohne alles und wir sind direkt schon in der Challenge drin. Also Kroko war Schiedsrichter, es ist alles ordnungsgemäß abgelaufen, ne Kroko? Ja, hey, aber der Kollege ist ja dann eher stilfeinlich, Kollege. Kannst du den mal boxen, dass er eher perfekt? Was? Oh, schau mal, da hinten wohnt jemand. Ich geh mal, du kümmerst dich. Oh nein! Oh nein! Um was soll ich mich kümmern? Oh Gott, ich krieg so viel Schaden. Kroko, ich glaube, ich überlebe diese Nacht nicht. Ach, du quatsch doch bloß. Hä, ich hab ein Herz verloren. Ich muss aber das Phantom nicht einmal. Ich muss unter die Bäume, ich muss unter die Bäume. Ich muss eigentlich weg, weil ich lenke das Phantom ja voll ab. Ich bin unter den Bäumen, alles gut, solange kein Mini-Zombie kommt, ist alles gut. Wir können die Zeit hier auch nutzen, jetzt erstmal so zum Erkunden auch noch, aber ich glaube, ich meister das Ganze ganz gut. Was? Mini-Zombies wären tatsächlich in der Challenge bitter. Oh, da kommt ein Zombie, aber die sind zum Glück langsam. Wir erkunden hier noch ein bisschen, es ist halt saugefährlich, muss ich sagen. Nein. Da hinten ist eine Base. Wir können die mal auskundschaften. Ja, aber wenn ich in die Base gehe, da ist dann vielleicht Licht und da sind weniger Monster und dann habe ich keine richtige Challenge. Aber guck mal, es spawnen hier keine Monster. Kroko. Ja, ist echt ein bisschen. Also ich kann ja hier jetzt einfach stehen und dann die Hände zum Himmel. Komm, lasst uns fröhlich sein. Wir klatschen zusammen und keiner. Aua! Oh Gott, der macht viel Schaden! Jetzt habe ich gestabbert, Kroko. Oh Gott. Da ist ein Skelett. Geh mal. Also, wenn ich du wäre, würde ich zwischen den Skeletten durchlaufen. Kroko, ich habe so wenig Herzen, ich überlebe das nicht. Wir hatten. Da ist ein Mini-Zombie! Da ist ein Mini-Zombie! Oh, jetzt renne ich. Nein. Der hat ein Dierschwert. Was? Ein Dierschwert? Ich muss weg. Der haut mich um. Was? Oh Gott. Was, Kroko? Der haut mich um und ich bin hier in Rüstung. Als ob. Hat der ein Dierschwert? Nein, ich hab mich versprochen, der hat ein Eisenschwert. Kroko! Ich weiß nicht mal mehr, wo du bist, ich bin auf der Flucht. Ich bin auf die Insel. Der ist echt hinter mir her. Oh, wie bitter. Kroko, ich bin einfach im Wasser. Ich bin im Wasser gerade, ich musste mich in Sicherheit bringen. Das wäre. Was? Echt jetzt? Ohne Witz. Oh, ich seh's bei Tab. Kroko, steck dich hoch. Und ess jetzt gefälligst. Kroko. Ich ess ja schon, Alter. Und ich hab dem mein Schwert hingeworfen, ich trottel. Kroko. Wo ist unsere Base? Hilfe. Du musst mich beobachten, du musst mich scouten. Ich kann nicht. Ich nehm dich mal auf, bei mir ist es viel spannender wie bei dir, Basti. Kroko. Oh nein. Basti, es tut mir leid. Warum nehme ich das nicht auf? Ich hätte Aufnahme gedrückt halten sollen. So, oh. Ja, also ich lebe noch. Kroko, wo bist du denn? Ich bin bei der Base. Und ich habe eine Spinne, glaube ich, hinter mir. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Du hast mich einfach im Stich gelassen. Deine Monster waren hinter mir. Hier ist ein Eisengolem. Hier ist ein Eisengolem, beschütz mich. Was hat der für eine schöne Base? Alarm, das ist eine Kette. Oh Gott, ist das witzig. Warte, ich versuche zu dir zu kommen. Weißt du, selbst ohne Rüstung bin ich weniger gefährdet. Ich seh deinen Namen. Oder? Ist es dein Name? Ja, der Krokodil Andi. Was mach ich? Warum? Krokodil Andi, moin. Bin über dir. Hallo. Oh. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt den Eisengolem schlagen. Nein, das machen wir nicht. Das war ein Witz. Basti. Nein, ich bin auch nicht durch die Skelette durchgelaufen. Von daher lassen wir das sein. Kroko, wenn du tot bist, mach das jetzt nicht. Das war ein Witz. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich bin hardcore unterwegs. Ich gehe in den Nether. Hier. Ich hab ihn gehauen. Ja, und jetzt killst du den Eisengolem. Kroko, wenn du jetzt stirbst. Mach schnell die Aufnahme an für den Fall, dass du jetzt gleich stirbst. Mach sie einfach an. Basti hat gesagt, wenn ich du wäre, würde ich den Eisengolem hauen. Eigentlich seine Challenge, aber irgendwie wurde es zu meiner. Ich wurde von einem Mini-Zombie angegriffen. Und jetzt hat er gesagt, wenn ich du wäre, würde ich den Eisengolem hauen. Jetzt habe ich den Eisengolem gehauen und ich. Ja, aber ich habe gesagt, lass es lieber. Weißt du, was das Problem sein wird? Was? Ja, du musst den jetzt töten. Wenn ich wieder mal vorbeilaufe. Du musst den jetzt töten. Aber dann schulde ich ja irgendjemandem Eisengolem. Ja, dann schuldest du jemandem Eisengolem. Töte den jetzt, das ist sicher. Ich bringe ja wieder einen her. Also Kroko, ich laufe aus dem Radius der Fackeln, weil sonst ist meine Challenge lame. Ja, ich bin gleich wieder da. Ich muss ja. Also ich weiß ja nicht, aber ich muss auch irgendwas Krasses noch machen. Du bist ja in die Lava gegangen, richtig?
Ich glaube, ich gehe jetzt einfach ohne alles in den Nether. Gute Idee? Okay. Ja. 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 Ja, oh verdammt, ich höre ein Phantom. Ich hätte fast einen Enderman angeguckt. Hä, hey, lol. Okay, nicht hat's. Ich mache mir noch schnell ein Schwert, dann komme ich. Ich bin einfach weitergelaufen. Also, ich bin aus dem Umkreis der Fackeln so raus. Ich bin jetzt auf einem Baum unterwegs, Kroko. Huch. Ich bin auf einem Baum. Ist alles gut, dass ich meinen Kollegen wieder begegne. Ja, ich muss jetzt. Kroko, irgendwie läuft es gerade schief. Es läuft total schief und es tut mir so leid, was. Ja, alles gut, Kroko. Ich habe das hier gut im Griff. Da hinten ist eine Höhle. Pass auf. Ich könnte ja versuchen, einen Enderman mit der Hand zu töten. Nee, das machen wir als separate Challenge. Das schreiben wir auch. Die erste Challenge ist zum Aufwärmen, die ist nicht nicht so brutal. Die darf noch nicht so brutal sein. Das Glück, dass der hinter mir her war. Ja, sonst wäre ich, glaube ich, tot. Du hättest da hättest du echt ordentlich, aber gut, du kannst durchs Wasser flüchten, das geht schon. Aber trotzdem. Also hier sind ein paar Monster unterwegs, da bist du endlich mal wieder, Kroko. Oh mein Gott, ich muss weg hier, mit Kroko gehen, der Kuh. Was ist eigentlich hier los? Oh Gott, hinter mir Zombie. Geh da nicht hin, das sind vier Skelettpferde. Ja. Vier Skelettpferde. Hier spawnen jetzt ein Haufen Zombies. Ich muss nur von den Skeletten weg. Oh Gott. Das ist noch ein Skelett. Oh Gott, weiter. Oh Gott, da hinten ein Skelett. Das sind zwei Zombies. Ich muss in die Richtung. Okay, aber der Mond geht schon wieder unter. Oh Gott. Ich hab auch echt genug von der Nacht. Kroko. Oh, da ist eine Katze. Warte mal, wir sind. Ich finde, ich meister das ganz gut. Okay, jetzt kommt die Spinne. Oh Gott. Spinne. Ja. Creeper, Spinne. Skelett. Okay, ich werde abgeschossen, oder? Oder wirst du abgeschossen? Ich habe unseren See wieder gefunden, aber ich gehe nicht auf unseren See. Ich laufe hier außen rum. Uiuiui. Alles gut. So, oh, von oben Skelett! Oh nein. Oh nein, ich bin gleich tot. Ich habe 1,5 Herzen. Kroko, wenn mich jetzt irgendwas. Bitte überleben. Alter. Da ist ein Hund. Ja. Ich kann mich theoretisch einbauen. Ich muss gucken, dass ich. Creeper. Alter. Ich habe 1,5 Herzen. Flüchte in unsere Base, Basti. Darf ich? Ja. Da ist ein Tintenfisch. Die Sonne geht auf. Flüchte nicht in den Tintenfisch. Okay. Nicht in den Tintenfisch. Ich gehe nicht in den Tintenfisch. Sonne geht auf. Habe ich es geschafft? Habe ich die Challenge geschafft? Darf ich mich anziehen? Du darfst in die Base rennen, du darfst sie nicht anziehen. In der Base ist Schluss. Oh Gott. Ich habe einfach 1,5 Herzen. Ich habe 1,5 Herzen, Kroko. 1,5 Herzen. Wenn ich jetzt runterfalle und irgendwo aufklatsche, dann ist Feierabend. Oh, ich bin ins Feuer gelaufen! Was ist denn für einer? Ich muss was essen. Ich muss was essen, Kroko. Darf ich jetzt essen? Warte, und bleib mal stehen. Ich mach kurz, du musst genauso stehen bleiben. Shaders, an. Ich hab dein Thumbnail vielleicht. Oh Gott. Schauen wir mal. Ja, Kroko. Komm, darf ich jetzt endlich essen? Nein, du hattest. Oh, schade, mit dem Shader ist jetzt. Du hast einen Pfeil im Kopf gehabt. Oh nein. Du kannst essen, du hattest direkt im Kopf einen Pfeil. Oh Gott. Ich hab einfach ein Herz. Oh Gott, Kroko, Hilfe. Was ist denn da passiert? Also ich konnte jetzt auch nichts mitnehmen für unsere Verewigung. Wir haben hier Ich hab was für die Verewigung. Du hast yeah. Warte kurz, lass mich erstmal voll heilen. Ich muss mir auch erstes Mal mein Zeug wieder anziehen. Ich wäre fast noch am Lagerfeuer gestorben. Wie bitter wäre das gewesen? Du rennst hier rein und stirbst dann am Lagerfeuer. Es hat einfach zum Glück nur ein halbes Herzschaden gemacht. Solche Anfänger. Gott, ey. Aber Oh Gott. Okay. Vor allem erstmal sterb ich halt einfach mal halb. Ich hatte 1,5 Herzen zwischenzeitlich. Und dann bin ich gerade so entkommen und dann du. Alter, dieser Nervenkitzel, geil. Es macht so Spaß. Das war die beste Idee, die wir je hatten, oder? Ich dachte erst so, okay, gut, die Challenge easy. Aber es kam ja dann doch noch verhältnismäßig viele Monster dann auf einmal. Es kann ja alles passieren. Was hast du denn mitgebracht? Ja, hier. Oh, das Eisen. Ja gut, das hast du mitgebracht. Ja, natürlich, na? Aber das hat da. Ich würde auch vorschlagen, ich schicke dir die Videosequenz von mir. Dann kannst du das vielleicht mit reincutten.
Ja, okay, können wir machen. Wenn du willst, kriegst du sie. Wenn nicht, kommt sie bei mir mit rein. Das ist kein Thema. Wie du ja, kannst du bei mir reinmachen. Ja, die kriege ich bestimmt mit unter. Na, dann kannst du da so eine kleine Sequenz so währenddessen bei Kroko. Ja, und, ja. Oder wenn du sagst, so, wenn ich du wäre, würde ich den Eisengolem hauen. Und dann. Halleluja, Halleluja. Also, wir haben hier echt, also das Projekt, wir sind jetzt nicht so diejenigen, die sagen, yo, wir rushen durch, wir machen einen Enchanter, wir machen Full Dia. Nee, wir machen Hardcore. Und das waren vor allem noch einfache Challenges und wir sind schon so drauf. Das war, aber ich muss sagen, jetzt wo es vorbei ist, muss ich auch so sagen, puh. Ist ja Gott, noch wo das Skelett dich da abgeschossen hat, wollte ich schon so reinlaufen ins Wasser, aber dann bist du ja Gleichgeschichte. Ja, da bin ich Gleichgeschichte. Ich bin außen rumgelaufen, hatte nur gehofft, okay, hoffentlich ist da jetzt kein Zombie um die Ecke, kein Creeper um die Ecke und. Alter, übel das Glück gehabt. Und dann laufe ich noch ins Lagerfeuer. Der Wahnsinn. Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst unbedingt ein Like da, lasst ein Abo da. Schaut bei Kroko vorbei. Da gibt's andere Challenges, andere Videos. Und bis dann und ciao. Jetzt sag ich.